Hallöchen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Metroid Fusion. Wir befinden uns hier gerade auf der Karte und das hat einen Grund, denn wir stehen direkt gegenüber dem Wachroboter, der uns aufessen möchte. Und wir versuchen es diesmal nochmal gegen ihn aufzunehmen. Mal schauen, ob das gelingen hat oder ob das in die Hose gehen wird. So, Hepper. Man kann zum Glück seine eigenen Missiles so ein bisschen hier kaputt machen. Das finde ich ziemlich nett. Er schießt die nämlich manchmal so auf uns. Das ist ziemlich gemein. Aber mal schauen, vielleicht schaffen wir es tatsächlich, ihn hier kaputt zu machen. Ich glaube, auch mit dem Charge Beam kann man ihn schädigen. Ja, kann man. Geil. Als erstes muss man natürlich sein komisches Gehäuse da kaputt machen, wo dieses komische Gehirn drin sitzt. Und dann kann man tatsächlich auch irgendwann mal den Kampf gewinnen. Mal schauen, ob das gelingt. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich langwieriger Kampf, so wie ich ihn in Erinnerung habe. Au, verdammt, das war nicht so schlau. Nein, au, verdammt. Einmal treffen lassen ist der Untergang. Nee, nicht ganz, aber war trotzdem ein bisschen blöd, dass ich mich jetzt hier so oft habe treffen lassen. So, jetzt müsst ihr hier hin wieder springen. Nee, er springt gar nicht. Okay, dann halt nicht. Oh, jetzt springt er auf einmal wie ein verrücktes Huhn. So, jetzt kommen wieder die Missiles. Ich habe es auch mal probiert, im letzten Part mit Missiles zu machen, aber das war nicht so ganz von Erfolg gekrönt, wie ich mir das gewünscht hätte. Deswegen probiere ich es jetzt mal mit dem Charge Beam aus. Aua, Mann, der trifft mich ja immer. Das ist ja voll unnett. Nein, oh, in die falsche Richtung, Samus. Falsche Richtung. Oh, oh, der erwischt mich auch immer. Das ist ja voll der nervige Typ, ey. So, haha, aber ich treffe auch manchmal. Das ist doch wunderbar. Solange ich treffe, ist alles in Butter. Oh, da hätte mich fast wieder treffen lassen. Oh mein Gott, dieser Typ ist eine brutale Kriegsmaschine, wie es aussieht. Okay, jetzt kommt wieder diese hier. Eigentlich ist das ziemlich ein ziemlich algorithmischer Kampf, wenn man das so sagen kann. Man muss nämlich immer genau das Gleiche machen. Und wenn man es einmal drauf hat, dann sollte es eigentlich ohne Probleme funktionieren, ihn zu plätten. Ich glaube, man kann ihn sogar ohne Probleme auch schaffen, ohne einen einzigen Punkt Schaden zu nehmen, wenn man es denn drauf hätte, was bei mir leider nicht der Fall ist. Ich lasse mich nämlich immer von ihm treffen und das ist ein bisschen doof. Aber ich glaube, früher oder später sollten wir es vielleicht sogar schaffen können. Er ist schon ziemlich angeschlagen, was mir gut gefällt. Wir sehen nämlich, dass seine komische Glaskuppel ist schon fast im Eimer. Die ist schon rissig. Und unser Ziel ist es, die komplett zu zerstören. Und irgendwann wird das gelingen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Haha, sogar zweimal getroffen in dieser Phase. Das ist natürlich auch besonders cool. Springe durch die Gegend, du lustiger Roboter. Wie ist der überhaupt von dem anderen Sektor in diesen hier reingekommen? Er ist doch so groß, er passt nicht mal durch solche Schleusen. Das ist jetzt ein neues Mysterium. Wie hat er das geschafft? Das ist unmöglich. Okay, wir probieren es weiterhin hier mit unserer tollen Algorithmusstrategie. Und früher oder später wird es wohl gelingen haben. Probieren wir weiter unser Glück aus und ballern ihn volle Kanne immer von oben schön in die Weichteile. Beziehungsweise auf das Glas seiner Kuppel. Na, hier möchte ich jetzt weggehen. Und nicht vergessen, nach dem Kampf muss man natürlich erstmal noch gegen den X-Parasiten kämpfen. Und der ist... Die X-Parasiten werden in letzter Zeit ja auch immer stärker, ne? So, noch ein Treffer kassiert, dieses arme Ding. Ich glaube, er wird auch immer schneller, kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Kann natürlich sein, dass das jetzt subjektive Wahrnehmung ist. Aber ich glaube, er wird ein bisschen schneller mit der Zeit. Je mehr Schaden er nimmt... Naja, machen wir uns nichts draus, sondern... oh, verdammt. Prügeln wir ihn einfach nieder und versuchen wir uns so wenig wie möglich treffen zu lassen. Haha, das war's. Geile Sache. Jetzt fehlt ja nur noch der X-Parasit. Und der hat es hier in diesem Fall schon ziemlich faustig hinter den Ohren, wie es aussieht. Boah, Alter. Der schießt nämlich auch schon jetzt mit Laserbeams auf uns. Das ist natürlich ziemlich gemein. Boah, Alter. Man kann ein bisschen ausweichen. Ich glaube, er schießt immer dann, wenn wir auch schießen. Na gut, das war's. Bosskampf geschafft. Hätte ich gar nicht erwartet, dass es im zweiten Versuch klappt. Aber cool. Wave Beam einsatzbereit. Beam durchdringt nun Wände. Hey, das kann man ziemlich sinnvoll nutzen. Alter, wie cool der auch aussieht. Das kann man ziemlich sinnvoll nutzen, glaube ich. Oh, der aufgeladene Modus auch richtig geil. Das kann man ziemlich sinnvoll nutzen. Zum Beispiel für sowas hier. Geil! Missile Container erhalten. Schön, dann habe ich dieses Rätsel ja schon mal gelöst, wie man daran kommt. Und so werden wir auch die Schleuse öffnen können auf dem Weg zum nächsten Sektor. Richtig cool, ich glaube richtig, richtig viel fehlt im Spiel jetzt echt nicht mehr. Ich glaube, das letzte Upgrade, was uns noch fehlt, ist tatsächlich die Screw Attack. Und dann
sind wir eigentlich schon fast durch, oder? Naja, speichern wir erstmal unseren grandiosen Erfolg über den Sicherheitsroboter. Endlich ist er komplett vernichtet, da freue ich mich sehr drüber. Das erste Mal, wo wir gegen ihn gekämpft haben, ist er ja geflohen, dieses Würstchen. Doch jetzt konnten wir ihm endlich den Gar ausmachen. Was ist das für ein Spruch, den Gar ausmachen? Kommt wohl aus dem Kochgenre. Naja, so können wir jetzt jedenfalls hier diese Schleuse aktivieren und uns einen Weg hierhin bahnen. Was ziemlich cool ist, denn jetzt kommen wir in den Geheimtrakt. Ach ja, ich erinnere mich. Der Navigationsterminal-Computer hat ja auch noch irgendwas gesagt von wegen... Verpiss dich so schnell wie möglich, denn du musst gegen das SAX verfolgt dich irgendwie so. Ich fürchte, das wird hier irgendwo ganz in meiner Nähe sein, wo ich mich nicht drauf freue. Hier darf man noch mal speichern, das ist nett. Save, please. Oh man, das SAX, ey. Ich glaube, das ist wirklich der Endboss in diesem Spiel, oder? Aber weiß ich nicht genau. Sicherheitstrakt, ey. Es sieht hier nicht sonderlich sicher aus, ey. Ich hab Schiss. Alles hier rote Schleusen, das muss hier ziemlich, Das ist wirklich ein Sicherheitstrakt. Sonst wäre... Geheimlabor mit Metroids? Metroids? Naja, wenn die meinen. Geheimlabor. Hier sind auch noch Metroids in solchen Tanks. Was ist das denn alles hier? Sieht aus wie Gegner. Geheimlabor, nochmal. Zweite Runde. Ja, da unten befinden wir uns. Das ist interessant. Nein, jetzt kommt das SAX. Das SAX kommt. Ich hab Angst vor dem Typen. Oh, das war schlecht. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Komm nicht mehr zurück, verdammte Kacke. Was ist mit ihm denn los? Was hat er denn? 60 Sekunden bis zur Abkopplung des Geheimlabors. Was zum... Was tust du? Du SAX-Typ. Das ist nicht schlau, was du machst. Ich möchte nicht abgekuppelt werden und in den Weltraum geschossen. Das ist nämlich nicht hilfreich. Ich möchte überleben. Aua. So, nichts wie weg hier. Okay, wir mussten doch nicht vor dem SAX fliehen. Er war nämlich irgendwie abgelenkt. Hat er sich jetzt selbst abgekoppelt in den Weltraum? Das wäre ziemlich dumm von ihm. Scheint aber so, oder? Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir da. Mhm. Okay, ja, das war's mit dem Geheimlabor. Falls da irgendwelche Secrets versteckt waren, dann werden wir nie wieder die Chance haben, die zu erreichen. So. Was bekommen wir für neue Infos? Samus, Sie haben einen großen Fehler begangen. Sie haben Ihre Befehle missachtet, Mann. Vielleicht werden Sie schon bald den Preis dafür zahlen. Hä, was für Befehle? Bin ich das jetzt oder ist das das SAX? Ich glaube, das bin ich. Wie Sie sehen konnten, betrieb die Föderation ein Programm zur Aufzucht von Metroids, das geheim gehalten wurde. Natürlich diente es rein zivilen Zwecken. Ich gehe davon aus, dass Sie das verstehen. Aber vielleicht wussten Sie bereits von diesem Programm? Ihnen müssten doch Zweifel gekommen sein, als Sie Sektor 1 gesehen haben. SRX, eine originalgetreue Nachbildung des Ökosystems von SR388. Ein ideales Umfeld zur Zucht von Alpha, Gamma, Zeta und sogar Omega-Metroids. Im Rahmen dieser Forschung entwickelte man Verfahren, die das Wachstum erheblich beschleunigen können. Stellen Sie sich nur vor, ein Omega-Metroid, der innerhalb weniger Tage aus einer Larve heranwächst. Doch diese Studien sind nun abgeschlossen. Das X hat seinen natürlichen Feind aufgespürt. In diesem Moment befindet sich eines der SAX auf direktem Wege hierher. Das heißt, es gibt mehrere. Toll. Eines? Verdammte Scheiße! Soll das heißen, dass mehrere SAX existieren? Das sollten Sie nicht wirklich überraschen, Samus. Wie Sie wissen, vermehren sich X asexuell durch Zellteilung. So wie Schnecken oder so, keine Ahnung. Als Folge dieser biologischen Voraussetzungen befinden sich mittlerweile nicht weniger als 10 SAX an Bord dieser Station. Ja, und so langsam wird's richtig, richtig Thriller-mäßig. Dead Space lässt grüßen. Samus, Sie müssen fliehen, Mann. Verschwinden Sie von hier, beeilen Sie sich. Ansonsten sind Sie leichte Beute für das SAX. Halten Sie lediglich an, um ein Navigationsterminal, um eine Verbindung herzustellen. Ich weiß nicht, was das Hauptquartier zu den jüngsten Vorkommnissen sagen wird. Sie sollten schleunigst Bericht erstatten. Wir erinnern uns ja auch noch einmal zurück, als wir einen Fahrstuhl benutzt haben, da hat ja auch nochmal irgendwie so eine mysteriöse Stimme mit dem Bordcomputer gesprochen, irgendwie von wegen einer Verschwörungstheorie oder so. Und was es damit auf sich hat, haben wir auch noch nicht geklärt.
Naja, die Anweisungen sind klar. Gut, dann machen Sie sich jetzt auf den Weg, Mann. Wohin denn? Zu unserem Schiff wahrscheinlich, oder? Naja. Okay, das eine SAX hat sich zwar in den Weltraum katapultiert, indem es sich mit dem Geheimlabor abgeschossen hat, aber es gibt 10 weitere an Bord dieser Forschungsstation. Das freut mich natürlich sehr. Der wahre Adam hätte mein Verhalten ebenfalls kommentiert, doch er hätte angemessen reagiert. Seine Kritik war vielleicht schonungslos, aber dennoch verantwortungsvoll. Er war keine Maschine, die von ihrer Pflicht besessen ist. Ein Computer ist zu einem solchen Verständnis nicht fähig. Jetzt sind wir wieder im SRX-Sektor. Das ist ja sehr passend, genau dort, wo die Metroids ihren wunderbaren Lebensraum haben. Na toll. Mal schauen, was es hier noch so zu erkunden gibt. Erstmal hier runter, bitte, ohne sich weh zu tun. Das wäre toll. Ja, hat geklappt. Geile. Aua! Alter! Boah. So, wow, sogar ein Missile reicht jetzt schon aus, um diese fetten Teile kaputt zu machen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir. So kann es bleiben. Hier oben ist noch irgendein Secret angeblich. Laut Karte jedenfalls. Frage mich. Ah, da ist es. Okay, geile Sache. Das hole ich mir eben. Energy Tank. Der schadet ja gewiss nicht. Den möchte ich gerne in meinem Inventar hinzufügen. Erstmal hier die Gegner einfrieren, dass ich da auch gefahrlos vorbei kann. Aua, das war nicht so ganz gut. Ist das eigentlich hier so, dass man bei Energy Tanks komplett aufgeladen wird? Das wäre cool. Oh Mann, das ist echt nervig. Ihr scheiß Schildkröten, die hier durch die Gegend fliegt, ey. Ganz ehrlich, ihr nervt. Ihr nervt tierisch. So, wie macht man das am schlauesten? Kann man sich hier... Kann man sich da an die Ecke hangeln? Vielleicht? Oder man könnte auf diese Schildkröte hier unten drauf springen einfach. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, mit aufgeladener Missile bringt das tatsächlich den gewünschten Erfolg. Cool, und einen weiteren Energietank. Energiekapazität erweitert. Und die zweite Leiste von Energy Tanks hat angefangen. Das heißt, wir haben erst die Hälfte aller Energy Tanks gefunden. Das ist natürlich eine ziemlich magere Ausbeute. Aber gut, ich gehe ja nicht davon aus, alles zu finden. Hier ist Säure. Ih, was ist das denn für Dinger? Ekelhaftes Zeug, ey. Ich glaube, ich sollte hier nicht in der Säure baden. Das stelle ich mir schmerzhaft vor. Uiuiui, hier ist ja ein dickes Ding raus geworden, ey. So, hüpfen wir einfach über die Säure rüber. So, hier können wir nach oben oder zur Seite. Vielleicht ist hier eine Speicherstation? Ja, geil! Das ist natürlich sehr cool. Ich möchte gerne speichern. Ja, danke fürs Angebot. Speichern abgeschlossen. Juhu. Und dann können wir uns hier unseren Weg nach oben bahnen. Mal gucken, was es hier so zu finden gibt. Aha, da kann man durch. Auch cool. Mal schauen, wo es hier lang geht. Mhm. Okay. Okay. Und jetzt? Was ist hier denn jetzt los? Powerbomben helfen? Nee, Screw Attack brauche ich und habe ich noch nicht. Ich glaube, bald müssten wir die bekommen, ohne Witz. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis wir die Screw Attack tatsächlich haben. Und das ist ja eins der coolsten Upgrades im ganzen Spiel. Nicht umsonst gibt es das erst ganz zum Schluss. Hier geht's nach oben irgendwo. Irgendwo geht's hier nach oben, aber wo? Eine Powerbombe gibt Aufschluss darüber. Da geht's nach oben. Wunderbar. Hallo, Naru, K6 oder Sichlor-Typ. Weiter geht's durch den... Was seid ihr denn für Kollegen, ey? Ich schnetzel euch mal weg mit einer Powerbombe, falls ihr nichts dagegen habt. Ach, die überleben das sogar. Na toll. Oh. Komm hier nicht weiter. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht so ganz gut. Ich kann die zwar töten, aber... Bringt's das? Bringt es das... Oh, ich hätte die auch einfach so töten können. Na toll. Für den Arsch. Hier 3 Powerbomben gewastet. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Was ist denn das für ein Kack? Was ist das denn für eine Kacke? Wir kommen da gar nicht weiter. Kann ich da durch? Nee. Okay, ich muss tatsächlich eine super eine Powerbombe benutzen, um einfach den Weg freizuräumen, aber dieses Ding hier ist nicht aktiv. Das gefällt mir nicht. Was soll der Rotz? Was soll der Rotz denn? Dann müssen wir tatsächlich erstmal noch woanders hin, wie es aussieht. So, mal schauen. Wo kann man denn noch hin? Was sagt denn die Karte? Ah, da geht's. Ach, stimmt, aber dafür brauche ich Screw Attack. Und ich habe die Screw Attack nicht.
das ist jetzt ein bisschen uncool. Ja. Ne? Aber dank einem günstigen Zufall kann ich den Part an dieser Stelle beenden, denn wir sind bei 15 Minuten angelangt. Und ich kann mir dann mal meinen Kopf darüber zerbrechen, wie es hier weitergeht. Und ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Part wieder einschaltet, wenn wir wieder ein kleines Ründchen Metroid Fusion zocken. Bis dann, Leute, und ciao!